Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different. You riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places. I know that they sunken. Don't call me your brother. I barely can trust you. I told you with shorty. She bagging the buzzing. And I'ma need all of my dollars on corporate. So hand me the money. I did do the pie. Moin, Leute. War das gerade ein Traum? Ich dachte, du schneidest dir den Hals ab damit. Schneid dir die Birne ab. Aber du siehst hier ganz normal. So, Leute. Wieder was Neues am Start. Erzähl mal was. Eine Dolmer. Eine AS1925C. Ein schönes Gerät, ein Akkugerät. Ganz einfach hier. In jedem Haushalt würde ich jetzt sagen, zumindest ist es bei uns so, in der Werkstatt, haben wir diese kleinen süßen Akkus. Hier, die dicken mit 5 Ampere. Ja, die von Makita, ne? Die könnt ihr euch hier so schön reinschieben. Und wenn ihr jetzt mal in der Anlage seid, das kannst du auch vernünftig noch in eine Tasche mitnehmen. Das stört nicht. So, jetzt machen wir das Ding hier rein. Was ich hier richtig klasse finde, auch wenn du so an eine Säge rankommst oder du hast hier eine Hose hängen. Ich habe mir hier auch mal so einen Karabinerhaken reingemacht. Und du kletterst jetzt irgendwo hoch und du kommst hier ran. Das Ding, das geht nicht los. Na? Die hat hier einen süßen Knopf. Das seht ihr hier oben auch. Da muss ich erstmal meinen Daumen rauf drücken. Und dann kann ich was machen. Und das finde ich total gut. Und das ist auch gleich wieder aus, wenn ich hier die Hand runternehme. Eine schöne, leichte Säge. Michi, wie haben Sie gewogen? 3,3 Kilo mit einem 6 Ampere-Stunden Akku, sagt Paul, ja? Also ja. Wir haben die wieder von Paul und Sven, also Sven hat uns das erzählt. Wir haben jetzt von uns da einen 5 Ampere Akku drin. Ist auch ausreichend, ne? Also kommst du schon wirklich mit. Ja, was ich noch toll finde, was Sven uns hier erklärt hat, hier oben haben wir eine Schraube auf, da kannst du dir die Ölmenge einstellen. Eine Kette soll auch immer einigermaßen ölen. Das sieht man auch immer, dass sie schön nass und sauber bleibt. Je schärfer bleibt sie, je länger hält sie einfach. Und man sieht das auch hier, wenn ich sie mal eben laufen lasse. Im Moment ölt sie wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber da muss man sich rantasten. Du kannst auch ja auch noch mal eben, wo du gerade schon beim Laufen bist, den Turbo-Modus zeigen. Den Turbo-Modus war ja... Einschalten und jetzt länger gedrückt halten, bis sie gelb ist. Nee, du... Was machst du da? Genau. Jetzt ist sie gelb und jetzt hat sie richtig Bums. Und sobald Papa, er hat das eben noch nicht so richtig gesagt, diesen Schalter loslässt, das ist eine Sicherheitsfunktion, jetzt ist sie ein und sobald du das loslässt, geht sie von alleine aus, aus Sicherheitsgründen, dass du da nicht eine Fehlfunktion machen kannst. Aber sie geht auch schnell an. Mach mal an. Also, es ist kaum Zeitverzögerung. Du kommst da mit einer Hand ran. Dass was wir hier auch haben, ganz klar, bei jeder Motorsäge eine Kettenbremse. Ja, ist ganz wichtig. Das kennt ihr alle. Was ich schön finde an dieser Säge, das Gewicht, das Kampfgewicht. Gerade wenn du jetzt im Baum bist und musst mal verschiedene Bewegungen machen oder hast irgendwo eine Stelle, das funktioniert richtig gut. Das Handling, dieses Gewicht einfach. Das begeistert mich schon. Ja, und auch wirklich gut verarbeitet. Ne? Wir haben hier auch diesen... der die Kette auffängt, wenn sie mal abreißt. Das ist alles aus Metall, das ist kein Plastik oder so. Und die fühlt sich wirklich hochwertig verarbeitet an, ne? Also das muss man echt sagen. Gerät, ist richtig schön. Auch hier an der Seite haben wir das auf, ihr kennt das auch. Du schraubst die Schraube ab. Ich brauche das jetzt nicht vorführen, ihr wisst, wie das dahinter aussieht. Nee, das wollen wir eben rausnehmen. Oh, 13er Schlüssel oder hast du hier von der Säge? 13er hast du mal immer am Mann, ne? Ihr wisst, wie das aussieht, sag mal. Das will man doch gerade sehen dahinter. Eben lösen. Und was Papa jetzt meinte ist, die Mutter geht nicht verloren. Du bist jetzt das in der Anlage. Genau. Das kann auch noch ein bisschen schneller gehen. Das kennen wir ja schon, dass das immer lange dauert. Ja, das kommt mit dem Alter. So, und dann packst du dir das Ding hier hin und du verlierst nichts, ne? Weißt du hier? Ja, hier sitzt da dran. Top. So, und dann hast du gerade deine Kette hier schön drauf gemacht. Zeig auch dies hier. Das sieht doch alles vernünftig aus, ne? Wir haben ja auch eine schöne Salatölung. Warte mal, ich muss mal hier den Fokus mal für euch einstellen. Ja, das sieht wirklich gut verarbeitet aus. Du kannst hier die Kette, die Spannung einstellen. Ja.
Musst du dazu das abbauen? Nee, ne? Nee. Nein, kannst du da auch mit einem passenden Löffel. Schraubendreher. Genau, perfekt. Kannst du das da perfekt. Durchmachen. Ich denke, die kann ich so wieder raufschrauben, ne? Aber man sollte sie eben da raufsetzen, genau. Ja, zu stramm die Kette darf hier nicht sein. Dann läuft sie auch gar nicht erst an. Das merkt man, das hatten wir gestern. Die war wesentlich viel zu stramm drauf, die Kette. Die muss schon die optimale Spannung haben. Ja, das sollte sie. Ja, und jetzt sehen wir wieder, es dauert ein bisschen. Aber er kriegt das noch hin, also er ist jetzt voll dabei. Ja, aber zu, das ist so, neues Gerät, da muss man sich eben ein bisschen einfummeln. Und nee, aber es geht wirklich gut, wirklich das, gut gelöst. Das geht wirklich nicht gut. Nicht hier vorne irgendwo die Spannung, was ganz viele haben und dann hängst du mit den Fingern dann da an die Kette und das ist wirklich schon gut gemacht. Ja, und schon sind wir wieder da. Wir können raufdrücken, ja. Kiste läuft los. Makita und Dolma, das sind dieselben Sägen, also wenn ihr die Makita seht, die sieht haargenau gleich aus. Auch in einer anderen Farbe. Deswegen genau. Das Akku auch von Makita. Seit den 90er Jahren arbeiten die beiden Firmen auch zusammen. Meine ich, ne? Das darf man auch so sagen. War das jetzt BL Motor zusammenarbeiten? Da weiß ich gar nicht genau. Schreibt mal in die Kommentare. Sven hat uns das auch erzählt. Ja, und vieles kannst du ja auch Goggle fragen, ne? Geile Säge. Geile Säge. Aber jetzt kommt das Spannende. Was kostet das Ding? Sven hat uns die gestern in die Hand gedrückt. Jungs, guckt euch das mal an. Ist das was? Michi und ich sagen, das ist was. Auf der Messe hat er einen richtig schönen Sonderpreis für dieses Ding hier. Mit einem 6 Ampere Akku. Stimme geht schon weg, so geil ist der Preis. Ja, das flasht mich total. Mit einer Ersatzkette, 6 Ampere Akku, mit der Säge, unter 300 Euro. Ja, 279, sagt doch mal. 279, ja, muss man so geil sagen. Wirklich ein geiler Preis. Also die nackte Säge, dann gucken jetzt ja viele auch im Onlinehandel. Da liegt sie bei 190 Euro, der mit A anfängt. Und das ist hier ja derselbe Preis bei Sven. Also ohne Kette und ohne Akku bist du ja bei 190 Euro. So ein Akku kostet 6 Ampere Stunden, Akku kostet 89 Euro so ungefähr. Und wirklich gut. Ich finde das echt schon einen geilen Preis, den er da raushaut auf der Messe. Für sowas hier, das ist schon echt gut. Du. Ja, echt gut. Unter 300 und Euro so eine Säge. Ihr müsst ja mal sagen, wenn du dir so ein Ding aus dem Netz ziehst, dann hast du ja irgendwie keinen Ansprechpartner. Du kannst ja mit jedem Gerät, was du dir kaufst, ob das nun 300 Euro sind oder 900 Euro, ist scheißegal. Aber du kannst ja mal was mit haben. Oder da ist irgendwas mit. Da hast du eine ordentliche Werft, kannst eben sagen, Jungs, was ist damit? Na? Und ganz dann genau. Läuft das. Nee. Also wirklich gut gemacht. Und die Akkus haben ja auch schon viele Betriebe. Ja. Wir haben ja auch volles Makita-Programm. Und ja, ja. Deswegen. Also ich finde es auch echt schön, wenn ich jetzt, bei uns ist die Hauptaufgabe für diese kleinen Sägen, ist mal Krebs am Stamm ein bisschen wegnageln. Wir finden die Wundheilung einfach schöner mit diesem Kettenöl. Und ja, so mal Durchgänge machen. Oder du bist irgendwo auf der Arbeitsbühne, willst mal einen dicken Kopf da eben wegschneiden. Finde ich das toll. Du kannst das Ding in der Hand nehmen, hast das ab, kannst ihn gleich wieder hinstellen. Ja. Das finde ich eine tolle Sache. Was uns begeistert hat, ist das Kampfgewicht von 3,2 Kilo inklusive Akku. Das finde ich genial. Ja. Das können wir auch mal eben hier zeigen. So, nimm das Ding mit. Ja. Geeichte Waage hier. Stell mal auf die Waage. So. Ne? Könnt ihr das sehen? 3, oh, jetzt ist das hier nicht scharf. Wir müssen mal eben den Fokus hier für euch. Passt. Mit Akku 3,3 Kilo. Passt. Und das ist herrlich. Herrlich. Ja, ich würde sagen, du sagst was, es gerade. Was mir gestern, Leute, ich will das nochmal eben erzählen. Hier, hatte ich gestern Öl nachgefüllt. Finde ich auch gut, ne? Ist gleich gesichert hier, der scharf, Brocken. Jo. Ne? Ja, das ist auch. Kannst gut einfüllen und du bist gleich am Ball hier. Und auch irgendwie 50 hat den schnell wieder zu. Das finde ja, ich. Ja, und das ist hier nicht so ein. Wir kennen das auch. Von anderen Herstellern. Dann machst du den da rein, dann denkst du, der ist zu und dann stellst du die Säge hin, die Scheiße läuft aus. Habe ich neulich gehabt, da denkst du, du bist zu blöde jetzt dafür. Ja. Wenn der nur ein bisschen, das meinte Michi eben, verschoben ist. Nichtsdestotrotz wollten wir für euch ein geiles Video machen von der Dolma. Du hast eben gerade angesprochen, Krebsstellen ausfräsen, Friesen. Wir haben hier ein Stück Holz. Papa wird das jetzt mal eben demonstrieren. Wir haben hier, kannst du mal eben sägen, dass die Säge ist auch mit Gefühl. Also das ist jetzt nicht nur, dass Vollgas nur geht, sondern man kann auch. Ja, ganz. Mach mal mit Gefühl. Säg mal durchgehen, du musst ja auch laufen. Also man kann hier mit dem Gashebel auch spielen, so wie bei einer Motorsäge, ne?
Genau, du kannst auch mal Zwischengas fahren. Also nicht, dass es jetzt nur Vollgas oder aus, man kann hier auch spielen mit. Und Krebsstellen ausfräsen, kannst du hier mal demonstrieren, wie man da so schön an längs rubbeln kann. Oder längs nageln, was du eben gesagt hast. Hier könnt ihr einmal die Ölung sehen. Okay, und jetzt wollen wir mal... Man kann da wirklich mit Gefühl sägen. Das ist ja so, guck mal, ich habe hier jetzt ein paar Millimeter weggenommen und das habe ich feinfühlig gemacht. Da kommt das bei uns oft auf an. Dann hast du den Pfahl daneben stehen oder den Stamm und du willst das eben sauber haben. Ja, ja. Und einen dünnen Ast und du willst ein bisschen was. Das ist einfach eine geile Sache. Und aber du kannst ja auch mal eine Scheibe da abschneiden, ne? Das geht auch. Ich kann auch mal eine Scheibe richtig abschneiden. Das machen wir jetzt einfach mal. So, wir haben eben gehört, sie geht ein bisschen vom Gas runter. Jetzt mach mal die Stufe rein, dass er oben gelb leuchtet. Gedrückt halten. Ne, einschalten und beim Einschalten gedrückt halten. Jetzt ist er gelb und jetzt kannst du mal da durchsägen. Kann man hören, den Unterschied, ja, ne? Konnte man hören. Da ist schon ein leichter Unterschied. Aber ich finde das, was ich gut finde, dass sie gleich wieder ausgeht und dies ist, kostet keine. Du kannst ja gleich anfangen. Das finde ich. Finde ich ja, einfach toll. Das ist ja jetzt keine Säge zum Stämmelsägen oder sowas, sondern das ist ja so eine schöne Baumpflegesäge, ne? Ja, und was manche Kollegen auch nicht haben, ich hatte mir hier mal eben in der Werkstatt so ein kleines, muss ich mal eben abmachen irgendwie. Jetzt hat er sich das da angebunden. So, und wenn ihr so einen Karabinerhang habt und du musst wirklich mal irgendwo doch die Leiter hoch oder bist irgendwo oder möchtest sie mithaben oder möchtest die Hand frei haben, dann kann das hier vernünftig einhängen. Sie haben das richtig stabil gemacht. Dass man das auch irgendwo anbimmeln kann, ne? Ja. Das finde ich schon richtig gut. Geiles Ding. Was ich hier auch schön finde an der Säge ist, hier kommt so kein Dreck hin, ne? Ja, und wenn da Dreck ist, fällt er gleich raus. Fällt er gleich raus. Kein Loch oder so, ne? Also das muss man schon so sagen. Und da gibt es ja auch viele Varianten von der Säge. Mit zwei Akkus oder eine, die du mit zwei Händen bedienst. Also da gibt es ja so viele Varianten. Für uns, für den Obstbau... denke ich, dass wir, wenn wir so ausschneiden, wir sind ja nicht konstant damit am Schneiden, du gehst deine Anlagen ab. Wenn du zwei Akkus hier vom Mitt hast, kommst du den Vormittag aber sowas von durch. Locker. Und du brauchst dieses geringe Gewicht, weil wenn du da mit einer Säge läufst, die so schwer ist, das schockt nicht. Wir haben es ja auch schon gehabt. Du bist irgendwo am Schuppen oder irgendwo bist du am Sanieren, da muss man eben Brett ran, hier was. Ist auch schön, wenn du so Zimmerarbeiten machst. Kannst mal eben was absägen, was abschneiden oder bist irgendwo am Zaun bauen oder brauchst eine Holzhecke, da finde ich das geil, da brauchst du nicht gleich das Moped anschmeißen. Du hast eine schöne leichte Säge und kannst da schöne Kurven mitschneiden. Ja, was sagt der Sven jetzt? Wir haben hier vorne kein Ritzel. Das ist kein Ritzel auf. Kein Ritzel auf, ne? Der Vorteil ist, dass du auch richtig mit der Spitze arbeiten darfst. Ja, na? Kannst du richtig schön rein damit. Und ja, Langzeitbericht werden wir dann auch noch mal sehen. Ich denke mal, dass wir die Säge jetzt hat uns so umgehauen, dass wir die behalten wollen. Ja, guckt euch das Ding an bei Sven und Paul. Wir sehen uns auch viele... Ne? Wann sind Obstbautage? Nächste Woche. Nächste Woche. Mittwoch, Donnerstag. Heute haben wir den... was ist heute? Ey, jetzt steht der Zeiger von der Uhr. Seht ihr das hier? Ja, genau da, wo das Datum ist. Oh Mann, du, jetzt habe ich meinen... Dauert auch immer. 12. Heute ist der 12. Heute ist der 12. 12.2. Und es regnet. Dauerregen. 12.2. und du sagtest am sind die Mittwoch, Donnerstags immer, ne? Ja, 17. Nächste Woche? Irgendwie so. Ja. Ich kann auch, ich gucke jetzt nochmal auf den Kalender eben. Wir haben ja auch einen Kalender. Jetzt ist das Video eh schon so lange. Denken die sich schon alle, ey, die labern da auch. Am 19.20. ne? Hier, 19.20. sind Ostertage, ne? Das ist ja immer Mittwoch, Donnerstag. Ja. Denke ich auch. Müsste so sein. Müsste so sein. Da könnt ihr die auf dem Stand sehen. Wir sind dabei. Alles klar. Würde ich sagen, haben wir alles erzählt. Wenn ihr Fragen habt zur Säge, einfach in die Kommentare kloppen. Ja. Wir beantworten die dann im anderen Video. Machen wir. Und Däumer dann, oder was? Ja. Däumer. Soll so sein. Okay. Ciao. Stay. Ciao. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression. It's all that I wanted. The phone and affection. I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems.